Willkommen zu meinem Kurzvideo, das Ihnen meine aktuelle künstlerische Arbeit näher bringen soll. Derzeit beschäftige ich mich mit einem neuen Rezitationsprogramm zu dem Thema Die Nacht. Die Nacht im Lichte der Poesie. Ich habe viele schöne, unterschiedliche Gedichte gesucht, gefunden, arrangiert, die sich mit der Nacht beschäftigen. Dazu gibt es schöne Flötenmusik. Und daraus ist nun ein neues Rezitationsprogramm entstanden. Nikolaus Lenau kommt darin auch zur Sprache und sagt über die Nacht: ernste, milde, unergründlich süße Nacht. Sie merken vielleicht am Facettenreichtum der unterschiedlichen Stimmungen, die unterschiedlichen Motive in diesen Nachtgedichten. Und aus diesem Nachtprogramm hören Sie jetzt von Hermann Hesse ein Gedicht: Landstreicher Herberge. Wie fremd und wunderlich das ist, dass immerfort in jeder Nacht der leise Brunnen weiterfließt, von Ahornschatten kühl bewacht. Und immer wieder wie ein Duft der Mondschein auf den Giebeln liegt und durch die kühle, dunkle Luft die leichte Schar der Wolken fliegt. Das alles steht und hat Bestand. Wir aber ruhen eine Nacht und gehen weiter über Land, wird uns von niemand nachgedacht. Und dann, vielleicht nach manchem Jahr, fällt uns im Traum der Brunnen ein und Tor und Giebel, wie es war und jetzt noch und noch lang wird sein. Wie Heimatahnung glänzt es her und war doch nur zu kurzer Rast ein fremdes Dach dem fremden Gast. Er weiß nicht Stadt, nicht Namen mehr. Wie fremd und wunderlich das ist, dass immerfort in jeder Nacht der leise Brunnen weiterfließt, vom Ahornschatten kühl bewacht.